mehr Emotion und mehr sportliche Brisanz geht gar nicht als an diesem zweiten Spieltag. Das erste Auswärtsspiel für den WSV und wir sind hier zu Gast in Essen an der Hafenstraße. Derby gegen RWE. Es gibt ein paar Veränderungen in der Startformation beim WSV im Vergleich zum 1:1 letzte Woche gegen den Bonner SC. Beim WSV heute von Beginn an Daniel Grebe, Christoph Kramer und Tristan Duschke. Und dafür müssen Dennis Dovidat, Pierre Becken auf der Bank Platz nehmen. Genauso Gaetano Manno, unser Kapitän. Das sind die Highlights hier bei WSV TV. RWE gegen den WSV.
Einer der Torschützen ist bei uns, Christopher Kramer. Der WSV gewinnt 3:1 gegen Rot-Weiß Essen. Was war das gerade für ein Gefühl direkt nach dem Spiel vor der Kurve? Ja, natürlich ein sehr geiles Gefühl. Also die Unterstützung war heute echt super. Ich denke mal, bis auf die ersten 5 Minuten hat man eigentlich nur unsere Fans gehört im Stadion, obwohl die in der Unterzahl waren, und das war einfach geil. Und ich denke mal, das hat noch so ein bisschen so ein paar Kräfte mobilisiert bei uns, und dass wir echt 90 plus 3 Minuten hier einen Fight abgelegt haben, der war einfach Wahnsinn war. Und ich denke mal, die Essener, bis auf das Tor, was sie gemacht haben, was glaube ich auch aus einem Foul daraus entsteht, haben sie keine Torchance, und damit haben sie bestimmt nicht gerechnet. Das war wohl ein Foul an Silvio Pagano. Dann ist 1:0. Du hast die ersten 5 Minuten angesprochen. Was war der Matchplan und wie ging es dann weiter? Ich glaube, der WSV hat sich gar nicht beirren lassen nach dem Gegentor. Ja, eigentlich wollten wir genau das machen, was wir gemacht haben, bis auf die ersten 5 Minuten. Die aggressiv anlaufen, super ins Gegenpressing gehen, sofort wach sein, die ständig unter Druck setzen, in die Zweikämpfe kommen. Und die ersten 5 Minuten, wir haben es eigentlich auch in den ersten 5 Minuten gut gemacht. Wir haben es nur bei dem Gegentor, haben wir es ein bisschen verpasst. Die haben einen Einwurf und machen genau das, was sie wollen, schnell einen Seitenwechsel. Und da waren wir nicht wach, aber ansonsten waren wir wach. Und wir haben uns von dem Gegentor nicht beirren lassen, sondern haben unser Ding durchgezogen und haben dann auch verdient gewonnen. Und war es der Unterschied im Gegensatz zum Spiel gegen Bonn, nach dem Treffer trotzdem weiterzumachen, immer noch irgendwie gallig und mutig zu sein und auch nach dem 2:1 das 3:1 unbedingt machen zu wollen? Ja, ich sag mal, bei Bonn war das so, das war das erste Spiel. Wir mussten uns erstmal finden, ist immer so einfach gesagt, aber es ist doch gar nicht so leicht. Und heute, naja, wie ich schon gesagt habe, heute war die Unterstützung noch ein bisschen besser. Und vielleicht ist das so ein kleiner ausschlaggebender Punkt, diese Kräfte, die da vielleicht nochmal wach werden. Und Letzte Frage, wie fühlt man sich als Derby-Sieger? Sehr geil. Sehr, sehr geil. Das Witzige ist, ich habe vor dem Spiel noch gescherzt, weil, wenn ich mich so an die letzten Jahre erinnere, habe ich eigentlich jedes Derby gewonnen und meistens auch getroffen. Und vor dem Spiel sagt Wickel noch zu mir: Ja, du kannst auch Derby, dann zeig das mal. Ja, und heute habe ich es gezeigt. Sehr schön. Christopher Kramer, vielen Dank. Danke auch. Kevin Hagemann ist bei uns, der Torschütze zum 2:1, zum zwischenzeitlichen 2:1 für den WSV. Essen hat ja angekündigt vor dem Spiel, schrupp die Wupp. So richtig geschrubbt hat Essen den WSV aber nicht, oder? Nö, anhand des Ergebnisses würde ich sagen eher nicht. Wir haben das verdientermaßen 3:1 gewonnen und haben Essen quasi 3:1 geschrubbt, ja. Der WSV musste jetzt länger auf den Sieg hier in Essen warten. 2013 war es zum letzten Mal. Kannst du das aus Spielersicht beschreiben? Wie war das auf dem Feld? Der Gästeblock war gefüllt. Wie war die Atmosphäre? Ja, von der Atmosphäre her muss man unseren Gästefans gerade auch ein Kompliment machen, weil das Wahnsinn war. Wir haben das gespürt auf dem Platz. Mit dem ersten Rückschlag war es dann wieder so ein bisschen demütigend. Und es war halt einfach nur ein kleiner Rückschlag. Und umso schöner, wie wir es dann in der zweiten Halbzeit auch mit Hilfe der Fans dann gedreht haben. Ja. Nach 5 Minuten schon der Rückstand. War das auch eine Option in der Vorbereitung, dass man sagt, wenn man so früh in Rückstand gerät, wie geht es dann weiter? Man muss immer damit rechnen. Man muss auf jede Spielsituation vorbereitet sein. Und das waren wir auch. Und wir wussten, dass wir unser Spiel weiter spielen müssen, ob du vorne liegst, ob du hinten liegst. Und ich würde sagen, das war quasi die Lösung heute. Ja. Arminia Klosterhardt und Wegberg Beek sind die beiden nächsten Aufgaben für den WSV. Was macht man jetzt, um sich da richtig drauf einzustellen und richtig vorzubereiten? Ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Also wir bereiten uns da genauso gut drauf vor wie auf das Spiel gegen Essen. Und dann denke ich, werden wir es genauso konzentriert angehen wie heute auch. Ja. Was machst du mit diesem Feeling beim 2:1? Wirst du das irgendwie konservieren? Was war da auch innerlich in dir los? Ja, es ist immer was Schönes, gerade wenn man vor so einer gegnerischen Kurve trifft, keine Frage. Und dass die Euphorie dann vielleicht ein Stück weit höher ausfällt, kann man, denke ich, auch verstehen. Und das ist ein schönes Gefühl, ja, klar. Was macht die Mannschaft heute noch? Nach Hause fahren, schlafen gehen, morgen arbeiten. Das ist sehr, sehr löblich. Ist ja auch Sonntagnachmittag. Kevin Hagemann, vielen Dank. Ja, danke. Der WSV ist Derby-Sieger, gewinnt 3:1 hier bei Rot-Weiß Essen. Bei uns ist unser Cheftrainer Stefan Vollmerhausen. Über 10.000 Fans waren dabei, 3 Tore für den WSV, ein klarer Sieg. Waren das für dich die perfekten Zutaten für ein erfolgreiches Derby? Ja klar, wenn Regionalliga-Fußball so aussieht, dann haben alle Beteiligten Spaß daran, und es war auf jeden Fall ein schöner Nachmittag. Was hast du nach 5 Minuten gedacht? Ja,
Ich hab gedacht, das kann nicht sein, dass wir gar kein Spielglück mehr haben. Ja? Dass bei uns immer irgendwie der Erste reinfällt oder halt immer irgendwie was Unvorhergesehenes passiert. Weil ich fand halt vor dem 1-0, wir sind richtig gut ins Spiel gekommen. Ja? Also wir haben Essen ja schon in den ersten 5 Minuten reingedrückt und dann aus dem Nichts so ein Ball. Gut, Silvio sagte zu mir, dass es aus seiner Sicht ein Foulspiel war. Ich habe es nicht richtig gesehen. Mein Co-Trainer sagte auch, dass es faul war und von daher eigentlich auch sehr unglücklich das Ganze. Ja? Und nach dem 0-1 hat die Mannschaft trotzdem genauso weitergespielt, sich gar nicht irgendwie beeindrucken lassen und dann auch in der zweiten Halbzeit den Ausgleich geschafft. Ja, eben das ist das, was mir als Trainer halt freut. Ne? Das ist so ein bisschen auch die Entwicklung, die man als Trainer sich für seine Mannschaft vorstellt. Und ja, wenn man das letzte Woche sieht, ja, dann wurde uns da eine gefühlte Niederlage angehängt. Ich denke, das relativiert sich, wenn man dann sieht, wie Bonn am Freitag gegen Uerdingen gespielt hat. Und die Liga ist halt eng und Bonn ist alles andere als Laufkundschaft. Und ja, eigentlich kann man froh sein, wenn man nicht mit einer Niederlage startet. Ja? Und, aber es wurde halt im Umfeld komplett eine Niederlage draus gemacht. Ich weiß nicht, was heute draus gemacht wird. Wahrscheinlich spielen wir ab heute um die Meisterschaft mit. Ich auf jeden Fall als Trainer weiß das Ganze zu bewerten und zu analysieren. Und ich glaube, sowohl der Fan als auch die Presse tut gut daran, nicht immer in Extremen zu leben. Und jetzt kommt ja auch Wegberg-Beek ins Stadion am Zoo. Was machst du jetzt, dass man eben diesen heutigen Sieg nicht überbewertet und dann anders oder vielleicht falsch in das Spiel reingeht? Ja, ich denke, erstmal habe ich genug erfahrene Spieler, die damit umgehen. Und zweitens kommt jetzt nicht erstmal Wegberg-Beek, sondern jetzt kommt Arminia Klosterhardt und wie gesagt, ich weiß mit dem Sieg auch im Hinblick auf das Pokalspiel umzugehen. Ich kann mich in der A-Jugend daran erinnern, da haben wir mal 3-0 in Leverkusen gewonnen und dann mittwochs gegen eine Leistungsklassenmannschaft in Sonsbeck im Nebel 2-1 verloren. Also wir wollen in dem Pokal auf jeden Fall eine Runde weiterkommen und danach werden wir uns auf Wegberg-Beek vorbereiten. Ich denke, dass viele Spieler aus dem Kader noch sich an Spiele wie gegen Siegen und Sprückhövel aus der letzten Saison erinnern können und von daher müssen wir da mit ganz viel Demut drangehen und klar, zu Hause wollen wir natürlich dann auch den ersten Dreier landen. Nochmal was zu diesem Gefühl nach dem Spiel. Der letzte Derby-Sieg hier in Essen war im Mai 2013. Was war das für ein Gefühl und was ist da auch von dir abgefallen? Naja, ich habe das eben in der Pressekonferenz schon gesagt. Wir haben, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahren sehr häufig dran gerochen. Und ein Stück weit war es vielleicht so, dass wir heute einfach mal dran waren. Und ich habe damals den Derby-Sieg hier, ich glaube, durch Wassinger-Tor, habe ich selbst noch mitbekommen. Ich weiß, was das bedeutet, auch für die Fans. Und ich freue mich auch für die Fans und bedanke mich auch für die Unterstützung, auf jeden Fall. Und ja, es ist ein mega Nachmittag gewesen. Ne? Trotzdem gilt es jetzt auch zu der frühen Phase, das nicht überzubewerten. Wir müssen uns weiter finden, wir müssen weiter zusammenwachsen. Und daran werden wir arbeiten. Ja, wie wir es eigentlich jeden Tag machen. Wir sind 24 Stunden, leben wir den WSV. Ja, und das ist nicht nur Manu oder ich, sondern auch die Mannschaft, Co-Trainer, Funktionsteam, auch die Spieler. Und ja, das werden wir weiter so machen. Also Mittwoch geht's erstmal weiter. Stefan Vollmerhausen, vielen Dank. Danke.